Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Schweinchen Rosa. Ferkel, mach's kaputt, Bumerang. Monster Boy and the Cursed Kingdom. Ich bin der Luftetyp, das ist das rosa Ferkel. Und wir sind auf der Suche nach dem Weg, nach dem richtigen Weg zum Kristallwaldraum oder so. Und anscheinend, sind wir hier nicht so ganz richtig. Das lohnt sich noch nicht. Nee, tatsächlich sind wir dann hier unten. Verfluchte Axt, wo ist denn hier der Weg? Damit kommen wir dahin. Wir müssen da runter. Am Moment. Nee. Hab ich irgendwo einen Weg übersehen? Ich laufe nochmal hier lang. So, weil irgendwas ist hier. Es ist schon wieder passiert. Ich drücke runter und ich will angreifen. Und es passiert einmal nichts. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Tür. Wohin führt diese Tür? Ganz toll. Führt einfach wieder hoch. So, genau. Hier rechts. Hier ist irgendwie. Ist das der Raum? Ja, dammit. Der bringt uns hier also auch nichts. Da unten ist auch nichts. Mal gucken, vielleicht ist es am Ende dann doch der Weg und ich bin zu blöd, das zu schnallen. So, ich probiere es einfach. Oh, hier kommen wir gar nicht lang. Sehr gut. Na, komm! Fieser Fettsack. So, die Tür nicht nehmen. Aber vielleicht können wir da ja doch irgendwie lang. Ich bin irgendwie nur zu blöd, das zu schnallen, wie genau das ablaufen soll, so wie hier gerade eben. Knack. Mal ein bisschen schneller hier. Ich will noch ein bisschen was erleben. So, wir probieren es nochmal mit ganz oben.
hier entlang. Nee. I'm very much confused now. Aber er sagte doch über die Kanalisation. Ich spreche nochmal mit dem Dude. Weil ich das irgendwie gerade ein bisschen seltsam finde. Da ist er. So, die nächste Kugel liegt in der in den Kristallhöhlen, direkt unter der Kanalisation unseres Dorfs. Steigt die Leiter östlich von hier herab. Und halte dich dann westlich. Du hast doch hoffentlich keine Angst, oder? Also doch. Aber dann westlich halten? Okay, also war ich zumindest nicht zu blöd, die Kanalisation zu... Moment. Jetzt sehe ich es erst. Verstehe. Ich bin auch echt so ein Genie. Das war der einzige Trick, den man hier hatte. Ups. Matsch, 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 matsch. Schlangi, Schlangi, Schlangen, Schlangi, Schlangen, Schlangen, Schlangen. Oh, guck mal einer an. The fuck? Kristalle anpusten. Okay, mache ich. Kein Problem. Okay. Das gilt nicht. Ah, okay. Fuck. Vielleicht muss... Was ist das für ein Zahnrädchen hier? Ah, okay. Ich muss hier doch mit der Schlange durch. No. No. Ehrlich jetzt. So. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Ah. Ah, okay. Schlange ist sehr groß. Nein, die Schlange ist gerade irgendwie mega, mega, mega. Neuer Stuff. Diese Klinge wurde aus der Asche eines Phönix geschmiedet, ist daher immer warm und fügt feuerempfindlichen Gegnern erheblichen Schaden zu. Aber das sind so Sachen, die ich sicherlich erst nutzen kann, wenn, wenn ich wieder ein Mensch bin oder so. Ein ansehnlicher Schild, der Feuerbälle reflektiert. Wenn du ihn verbesserst, gewinnst du nach jedem Block oder reflektiert Lebensenergie zurück. Das ist cool. Nörgellose Garderobe für tapfere Krieger, um ihre Verteidigungsfähigkeit wiederherzustellen, die einem Waffenmeister zu ehren. Vielleicht werden Kraftsteine benötigt. Okay. Komm, nehmen wir. Vielleicht kann ich das auch direkt ausstatten. Naja, ich hätte es vermutlich ausstatten können, wenn ich denn
ein Mensch wäre. So. Aha. Das war jetzt ein bisschen simpel. Was nicht heißt, dass wir hier schon alles erreicht haben. Doch, wir haben alles erreicht. Achso, klar. Da unten kam man nicht weiter, weil da waren irgendwelche Felsen im Weg. Du brauchst mir nicht so kommen. Was passiert, wenn ich... Okay. Nee. Oh, super. Pariert und so weiter. Ey. Wo soll ich denn so etwas hier wissen? Bin ja auch kein Hellseher-Typ. Das nehme ich doch gerne. Auch wenn das jetzt irgendwie ein bisschen überflüssig war. Denn ich muss hier ja irgendwie lang. So brauchst du nicht kommen, du doofe Spinni. Echt. Nom. Einmal bitte fressen. Egal, ich bin eh langsam. Aber das wäre jetzt cool, wenn ich damit irgendwie noch die Gegner beeinflussen könnte. Wo ist denn jetzt hier das Rädchen hin? Weiß das, weil hier vorhin noch ein Rädchen... Ich hatte hier ein Rädchen gesehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Durch. Nom. Wo ist es denn? Da oben. Einfach mal hier. Augen auf im Straßenverkehr. Ist aber... Yay, rutschig. Hier müssen wir Schweinchen sein. Weil wir hier irgendwie solche coolen Moves machen müssen. Fuck, das war vielleicht... Oh doch, das war ziemlich gut. Hui. Okay. Hoch mit dir. So, ich glaube, hier muss man nämlich als Schlange unterwegs sein. Yay, das war gut. So, jetzt kommen wir auf der anderen Seite raus, oder? Jawohl. Wir können hier einmal... Okay, meinetwegen. Müssen wir trotzdem hier nochmal durch. So. Wenn wir hier einfach zum coolen... Alter. Moment. Ist ja schon richtig so. Ich muss nur das richtige Timing hier herausfinden. Nein! Oh, fuck. Das wäre so gut gekommen jetzt. Also nochmal. Bounce. Ah! Was für Passagen sind das? Ah! Oder hier fehlt tatsächlich noch einer? Nö.
einfach mal ein bisschen schneller sein. So. Wieder mit dir. Smack. Och, ich liebe es. Oh. Dadurch, dass ich hier was besiegt habe, habe ich was geschafft. Das ist schon mal ganz gut. Trotz allem ist hier noch mehr. Aha. Oh, und noch ein Sack Geld. Das lasse ich nicht links liegen. So, was haben wir denn hier? Oh. Sehr schön. Noch mehr Trüffel. Magietrüffel. Boing. Bumerang-Magietrüffel. Schnüffel. Buffel. Ja, geil. Jetzt kann ich 3 Bumeränge durch die Gegend werfen. Jetzt sind natürlich die ganzen Gegner wieder da. Nerv. Aber hey, was haben wir hier? Zum Glück haben wir hier jetzt ein Portal. Ausgezeichnet. Damit kommen wir zumindest wieder zurück in unser Dörfchen. Aber hier kommen wir noch nicht so richtig lang. Aha. Also auf jeden Fall. Wow, wow, wow. Ja, das muss man ja erstmal hin. Also auf sowas muss man sich ja erstmal einlassen. Okay. Boah. Vor allem dieser eine da an der Seite. Wie dreckig ist der denn? Und ich brauch den. Das ist echt zu doll. Hat das jetzt irgendwie geklappt oder so? Ja, einen habe ich zumindest schon mal. Fehlt nur noch einer. Muss ich mal überlegen, wie ich den jetzt geschickt hinbekomme. Nee, das wäre es aber gewesen. Nur irgendwie bin ich gerade auf die falsche Taste gekommen. Jetzt aber. Yay, geschafft. Und... rauf da! Nom! Und weg damit! Aha! Neue Art von Gegner, confirmed. Wie dreckig, die vereisen ein. Na dann. Stirb, Karotte. Aha. Ich dachte mir schon, warum ist da diese Tür? Aber jetzt wissen wir es. Dann kann ich durch. Ganz einfach. Wenn du das hier liest, bin ich wahrscheinlich bei dem Versuch gestorben, aus dieser irrsinnigen, wahnsinnigen Irrgarten zu entkommen. Viel Glück! Ja.
Idee. Aber Ferkel hat hier sicherlich einen Plan. Aha. Nom. Bestimmt ist hier unten irgendwas, wo wir das brauchen. Sag ich doch. So, da drüben ist auch so, so Zeug. Hier werden wir ganz, ganz... Oh. Hier werden wir ganz, ganz sicher das Ferkelchen benötigen. Klatsch. Dann wollen wir mal. Oh. Ah. So, dann kleistern wir uns hier mal hoch. Was ist denn da? Aha, okay. Das heißt, wir brauchen an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal Le Dude. Damit wir hier hochklettern können. Damit dann Schweinchen und Nom. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Boah, vor allem, wie dreist. Nee, gar nicht dreist. Man muss hier nur ein bisschen auf Zack sein. Das ist alles. So. Genau. Schnuppern. Wechsel. Spucken. Oh, das gibt's nicht. Ja gut, dann können wir jetzt hier wieder von vorne machen. So, der geht jetzt nämlich zweimal zurück, einmal wieder nach oben. Zumindest habe ich das hier schon mal ein bisschen durchschaut, was es mit diesem komischen Zeugs hier auf sich hat. Oh, das gibt's nicht. Diese Steuerung. Manchmal ist die echt richtig für ein Sackflöße. So. Und jetzt hoch da, ganz flott. Hoch da. Boah. Junge. Aber wir sind endlich oben. Dann machen wir das Ding hier auf. Was habe ich hier? In Schlangengestalt wird dein Kopf so kräftig, dass du damit Felsen zerschmettern kannst. Drücke B um einen Kopfstoß. Geil. Boom. I'm back again. Voll gut. Nein. Aber jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo wir hier weiter können. Glaube ich. Boom. In your Gesicht. War das hier? Puff. Was auch immer das zu bedeuten hatte jetzt. So, aber das hat doch hier funktioniert vorhin. Nee, hat es nicht. Ach, Blödsinn. Die Schlange war's. Wenn die angiftet, dann ist hier... Hilfe, oh mein Gott, nein! Was ist das? Hast du mich gerade angesabbert?
Ist das jetzt dein Ernst? So, was passiert jetzt? Ganz toll. Das gibt's nicht. Okay, also. Das bringt uns hier herzlich wenig. Das bringt uns hier auch herzlich wenig. Das muss doch irgendwie ein Move geben, der uns jetzt hier irgendwie weiterbringt. Ach so. Bounce. Okay. Oh. Nein. Und ab geht's. Nochmal. Jetzt geht's abwärts, aufwärts. Und nein, nicht da lang. So. Das wollte ich doch sehen. Nö, das nicht. Die bekomme ich mit Blitz geöffnet. Mit Blitz geöffnet. Ah nee, Blödsinn. Nicht mit Blitz, sondern mit Tornado. ...20 Tornado-Stöße brauche ich dafür. Jetzt aber. Was ist hier passiert? Was ist jetzt... Ah, dieses Ding ist jetzt hoch. Okay, check. Dann wechseln wir mal auf Schlange. Nein. Ui. So. Jetzt können wir hier lang. Und weiter. Nonni. Aha. Toll. Wieder so ein Ding auf Zeit. Und dann passiert sowas. Und schnell aufwärts. Das Miese sind echt hier diese beweglichen Hindernisse. Die können nämlich echt einem den Spaß versauen. Und ui, hoch da. Na fuck. Nee, das wird nichts. Und ich glaube, da komme ich auch so nicht hin. Da brauche ich noch irgendwas anderes, um hier weiterzukommen. Ich hatte auch schon mal mehr Magiepunkte. So. Na 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 na. Nein. Nein.
So, wenigstens etwa. Aber die Frage, die sind hier gerade... Ah, ich bin ja blöd. Die Frage war ganz einfach. Ich hätte nur mal ein bisschen die Augen aufmachen müssen. Das ist ja frech. Das war jetzt hier eine richtig freche Stelle. Was passiert jetzt, wenn ich das hier anpuste? Nichts an dieser Stelle. Das ist aber auch nicht schlimm. So, irgendwas ist hier doch noch. Ganz toll. Geld. Viel davon. So, was passiert hier? Okay. Whatever. We do it. We just do it. Wir hoffen, dass hier irgendwas ist, was wir brauchen. Ui. Okay. Ich glaube, wir müssen hier Ferkelchen sein, weil der Wind uns sonst wegpustet. Gucken wir mal. Okay. Nee. Das hat irgendwas anderes an sich. Aber was, das will sich mir noch nicht so ganz erschließen. Okay. Ja, nie. Ah, ich glaube, wir sind da, wo wir hin müssen. Okay, so funktioniert es nicht. Uns fehlt noch irgendwas, um hier weiterzumachen. Hab's verstanden. Aber okay, das machen wir. Ich hoffe, jetzt kommt ein Safe Spot. Ja, perfekt. Life Points sind wiederhergestellt. Was jetzt natürlich mega ärgerlich ist, ist, ich habe gar keine Kohle für den ganzen Spaß hier. Vor allem eine Sache ist definitiv tausendmal wichtiger als der Spaß, und zwar dieser Trank. So, aber jetzt wo ich alles habe, kann ich an dieser Stelle nochmal einen ganz gemütlichen kleinen Cut machen und wir sind gleich wieder zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Bis bald!